Guck mal, was ich jetzt habe. Aber wir sind auf dem Weg nach Bacos. Eben auch mitten auf der Autobahn. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mitten auf der Autobahn stehen zwei Autos und die kloppen sich erstmal. Die streiten sich. Ich weiß jetzt nicht, warum die sich gestritten haben, aber das ist so heftig. Die gefährden ja nicht nur uns, sondern auch alle anderen. Und wie kommt man auf die Idee, mitten auf der Autobahn anzuhalten, um sich zu streiten? Ja. Ah, wir sind jetzt frühstücken. Wir sind jetzt endlich da an einem Ort, wo wir noch nie waren vorher. Und wir sind gespannt. Nehmen wir euch jetzt mit. By the way, schon 1 Uhr. Egal. Ciao. Guck mal, was ich jetzt habe. Einen neuen Kinderwagen für Hamza. Oğlum tamam, normalde senin uykusu geldi ya. Ay. Ha, evet hocam şimdi. Normalde dışarıya çıkınca senin keyiflenmen lazım. Hop. Hier bin ich. Hop. Hop. Das ist jetzt unser Frühstück. Spiegelei mit Sucuk, Käsesorten, Tomaten, Gurke, Menemen, Honig, Marmelade, Oliven, Tomatenmark, Butter, Schlagrahm, Käse, Patates, Chai. Ekmek. Canı verdi şuradan bir tane. Kesin sen şimdi oyuncak da almamışsındır. Aldım. Das ist Menemen. Rührei mit Tomaten und Paprika und Zwiebeln. Und ja, wie das funktioniert, das verlinke ich euch jetzt hier oben einmal. Könnt ihr hier einmal klicken. Und das schmeckt so lecker mit ein bisschen Brot. Oh mein Gott. Das haben wir leider nicht gelesen. Jetzt macht der liebe Herr hier gerade eine Online-Überweisung. Dass sie das dann direkt auf dem Konto haben, weil sonst müssten wir jetzt irgendwo Geld abheben und das wäre natürlich jetzt so. Einen wunderschönen guten Morgen, nächster Tag. Gestern war schön. Ich hatte heute Morgen schon gerade einen Chat mit Amazon. Verkaufen wir unsere Duty-Ware, unser Schmuck über Amazon. Das heißt, irgendwie gibt es da irgendwelche Probleme im System, dass ich jetzt heute Morgen mit denen schnacken musste. Und irgendwie kommen wir zu keiner Lösung. Das ist alles so anstrengend. Die Küche ist auch immer mein Lieblingsplatz, deswegen muss ich hier nochmal eben gerade ein paar Mails beantworten. Ne, mein Schmutzi, Putzi, Putzi. Gleich habe ich noch einmal FaceTime in einer Stunde mit einem Geschäftspartner. Ich glaube, ich sollte mich mal fertig machen. Ne? So wie ich ganz bestimmt nicht auf dem Hi, ich bin Emo. Na, was ist denn da? Hm? Was ist denn da? Ein Nettchen? Ein Nettchen? Emo hat mich fertig. Ich freue mich immer, wenn ihr euch mit mir freut, wenn bei mir mal was auf dem Kanal abgeht. Und momentan geht es ja eigentlich richtig ab, finde ich. Also jetzt nicht von der Klickzahl her, weil das Problem wollen wir gar nicht erst ansprechen. Also ich finde dieses YouTube-Algorithmus absolut für den Arsch. Aber euer Feedback, bam, das ist so heftig. Ich komme damit gar nicht klar. Ja, also ich glaube, so ein gutes Feedback hatte ich ja noch schon lange nicht mehr, weil... Ich hatte ja eine Zeit lang nur Hater. Ich hatte nur Hater, nur Leute, die nur an mir rumgehatet haben. Ich habe keinen Plan, warum. Aber, ich habe keine Ahnung. Egal. Gott, bleib hier. Ja, Hamza kann zwar nicht krabbeln, aber er kann sehr, sehr gut robben. Und das am besten natürlich unter die Couch. Hamza! Der Blick. Kuckuck. Dudi. Ja. Jetzt befreie dich da mal wieder. Merkt ihr schon einen Unterschied an den Augenbrauen? Ich finde, sie sehen schon relativ dicker aus, ne? Fülliger auf jeden Fall. Ich halte es noch durch. Also ich finde, fülligere Augenbrauen stehen mir ein bisschen mehr als nicht füllige. Oh Mann, bist du schon wieder an derselben Stelle, Hamza? Du bist so witzig, ey. Şöyle bir kurtarsana şuradan. Sen ne yapıyorsun orada, Leo? Sen ne yapıyorsun orada? Ne bileyim ne yaptı?
Çıkmak da istemiyor oradan. Abo! So, ich glaube, ich muss jetzt hier mal wieder eine Runde aufholen. Eben gerade ist der Strom ausgefallen. Deswegen muss ich das jetzt hier nochmal anmachen. Evet, sabah kahvaltısında güzel bir lahmacun. Sabah kahvaltısı. Saat 1:30. Mittag essen meint ja wohl eher. Wir essen jetzt mal. Ich habe hier eine Spardose. Die sparen wir eigentlich immer für Hamza, so unsere Centbeträge. Und hier habe ich nochmal was gesammelt. So dieses ganze Kleingeld. Und ich glaube, das sollten wir jetzt mal zur Bank bringen, so langsam. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal ein Gewinnspiel da draus. Ist ja witzig. Wer errät in türkischen Lira? Weil ich kann es nur in türkische Lira sagen. Weil Euro können wir leider nicht jetzt als Gewinnspiel machen, weil ich es umrechnen muss und der Kurs jeden Tag anders ist. Wie viel türkische Lira sind hier drin? Also, das sind meistens so ein Lira-Stückchen. Und ich zeige euch nochmal, wie viel das ist. Ein bisschen tief. Wer am nächsten dran ist, wie viel Geld hier drin ist, der bekommt von Duty Shop eine Kette nach Wahl geschenkt. Ich schätze persönlich irgendwas zwischen 50 und 500 türkische Lira. Dann würde ich sagen, haut rein in die Tasten. Cool, was ein geiles Gewinnspiel. Warum bin ich gerade mal so spontan gekommen? Achso, und die natürlich auch noch mitzählen, ne? Also alle zusammen. Ich würde jetzt sagen, nächste Woche, also den Mid-Vlog darauf, werde ich dann den Gewinner ermitteln. So, dann wollen wir mal das Geld jetzt hier abgeben, ne? So, wir waren ja kurz in der Stadt, dann haben wir ja Geld gewechselt und den Beleg habe ich dort übrigens, den zeige ich euch dann. Also fleißig in die Kommentare, was ihr schätzt, was da rausgekommen ist. Und dann waren wir kurz im Duty-Lager, weil wir mussten noch so ein bisschen was arbeiten. Und Leute, der Strom war da ausgefallen. Wir mussten in den 5. Stock mit Babywagen zu Fuß. Das war Horror. Und jeder Stadtteil hat für sich einen eigenen Restaurant, der von der Stadt einen Ort, wo man dann vergünstigt essen kann. Und dort sind wir jetzt. Und das ist einfach so, damit halt die Leute, die halt nicht so viel Geld haben, trotzdem gut essen können. Und dementsprechend ist es hier natürlich auch voll. Jetzt geht es gerade. Und wenn wir dann mit Hamza natürlich unterwegs sind, habe ich hier eine Tasche, die ist so groß und so dick und vollgepackt. Und ich habe keine Lust, die mitzuschleppen. Empfehlt ihr eher eine Tasche, die man sich auf den Rücken binden kann? Ist das wohl besser? Und wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Das ist unsere Vorspeise, das ist sozusagen eine Frühlingsrolle mit Pastırma drin, also auf türkische Art Pastırma und Käse. Pastırma ist so wie sowas wie ein Schinken, ich weiß jetzt nicht, wie es ganz auf Deutsch heißt, aber super lecker und schaut mal. Ne, Antrikot. Antrikot altında karamelize soğanlı antrikotmuş. Ich habe Kebab mit Pommes, diesen Streifenpommes hier. Und darunter ist wahrscheinlich Joghurt. Lecker, lecker, guten. Nach dem Essen gibt es dann immer noch einen Chai. So, ich bin jetzt hier auf der Suche nach einer Wohnung. Beziehungsweise, ja. Nee, Wohnung würde ich mal gar nicht sagen, sondern ein Einzelhaus, was man mieten kann. Weil wir hätten gerne was, wo auch ein Garten ist. Also wo Hamza dann auch mal spielen kann. Also etwas, was in dein Budget passt. Dann muss halt auch noch die Quadratmeterzahl stimmen. Der Ort muss stimmen. Da sollte vielleicht in der Umgebung noch was sein. So, das ist der Garten. Okay, siehst du? Wow, cool. Schöner Garten. Okay, scheint wohl Wohnzimmer zu sein. Dann guckst du weiter. Okay. Okay, alles gut. Okay, oh, schön und so. Guckst du. Ach, cool. Dann tust du hier so ein Gitter vor. Alles kein Problem. Und dann das. Dann siehst du auch eine Küche aus 1960.
Also eigentlich ist das Haus ganz schön, nur die Küche gefällt nicht. Also im Endeffekt hapert es immer nur bei mir an der Küche. Ja. Oder man mietet die Küche und lässt die Küche dann machen und zahlt das, reduziert dann den Mietbetrag. Das machen, glaube ich, auch viele. Naja, ich schaue dann einfach mal weiter. Ja, das war mit der Wohnungssuche irgendwie nichts. So, jetzt habe ich hier neue Teller bestellt für unsere Eisdiele. Für die Waffeln. Ich sag so, ich habe die Teller vor 2,5 Wochen bestellt. Das sind so die Waffelteller, ne? Weil unsere alten sind ein bisschen zu klein, finde ich. So, gucken wir doch mal. Oh, sind die nicht schön? Ja, die sind schön groß. Super. Toll. Ja. So, meine Herzchen, diese Woche hatten wir leider nicht so viel Neues. Es ist halt nicht jede Woche Action und ich hoffe auch bald, dass wir uns dann wieder ein Auto zulegen können, weil ein Auto geht gar nichts. Ist wirklich so, vor allem in so einer Großstadt. Das geht einfach nicht. Und mit Kind geht es schon mal gar nicht. Und dennoch gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich hier abonniert und hier meine letzten beiden Videos euch nochmal reinzieht. Und herzlichen Dank nochmal für dieses tolle, positive Feedback. Das bedeutet mir sehr viel. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.